Luda, Musik ist ganz schön laut. So. Cooking Simulator! Ach du Heiliger. Ah, ich sehe schon die Teller fliegen. Das wird lustig. Chat, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart feiert ihr diesen Stream heute? Ihr wisst nicht, was an Games kommt. Ich weiß es nicht. Wie sehr feiert ihr das heute? 100 von 10, 9, 10, 10, 77, 10, 10, 100. Yuka mit der 1 mit dabei, perfekt. Kleiner 4, 1, kleiner 4. Yuka, Matta, hast du aufgepasst? Okay, Chat feiert das krass. Okay, also nichts unter einer 9. Oh, nichts unter einer 8. Okay. 12 von 10, 12 von 10. Geil. Crazy Rabbit, 22 von 10. Guter Hase. Was machen wir denn für ein Game? Karrieremode, Sushi? 9,5. Lieblingsgame, Gym Simulator. Ich muss sagen, Gym Simulator war für mich immer noch von allen Games das Beste bis dahin. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das jetzt. Sushi? 12 von 12. Niesel hat's verstanden. Ehrenmann. Karriere, Kuchen, Sushi? Sushi? Man kann ja manche Spiele weiterspielen. Ja, das ist richtig. Aber ich würde gerne wissen, wie spannend der Stream das Konzept findet, dass ihr genauso wenig wisst, welches Game wir spielen, als ich auch. Gym Sim habe ich nebenbei schon selber 3 Stunden gezockt. Schön. Sushi. Okay, wir gehen rein mit Sushi. Oh. Ah, okay, das muss man dazu kaufen. Okay, dann wird es doch die Karrieremode. Erstmal. Die Idee ist maximal 99 von 10. Das freut mich. Das kam tatsächlich so ein bisschen aus einem Musikstream. Dann haben wir irgendwie so ein bisschen die Gedanken weiterschweifen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen 12 Stunden, 12 Games. Und dann kam, glaube ich, der Chat irgendwie darauf, dass man irgendwie Simulationen machen könnte. Oder Trash Games? Oder irgendwie kam das. Also ich habe das irgendwie mit 12 Stunden, 12 Games reingebracht und der Chat meint, kam dann irgendwie auf diese Trash Games. You can use a laptop to pin a receipt. Receipt? Receipt. Wo ist der Laptop? Also ich muss sagen, hätte ich so eine Küche, würde ich mich sehr freuen. Da ist ein Laptop. Okay, Day 1. Oh, was haben wir hier? Tomatensuppe, Fisch und Lachs. Ich würde sagen, wir nehmen Lachs, oder? Und jetzt? Gibt es das erstmal auf Deutsch vielleicht? Okay. Also, wir starten mit dem Fisch. Ich finde die Idee ganz genial. Versuche, Suppe ist halt am einfachsten. Du kannst ja als 3D-Modell für den Architekten und Küchenbauer verwenden. Ah! Ja, schön wär's. Würde man das in meine Küche reinkriegen, würde ich mich sehr freuen. Restaurant-Infos. Okay. Okay, hier kann ich es festmachen. Ist angepinnt auf jeden Fall. Ah, guck mal da. Alright. Was brauche ich denn für eine Vorbereitungsphase? Was? Was bedeutet Vorbereitungsphase? Ich will das doch jetzt einfach nur... Also nimm Forelle, Würze, Backblech. Ja, Forelle ist Fisch. Ja.
alles zurecht machen. Okay, also brauche ich wahrscheinlich erstmal einen Kühlschrank. Wo ist mein Kühlschrank? Natürlich im Neben, in der Nebenkammer. Also, wir brauchen eine Forelle. Aber das ist ja dumm. Ich hole die ja nicht aus dem Kühlschrank raus. Und wir überspringen die Vorbereitungsphase. Oh, schau, jemand hat ein Essen bestellt. Jedes Mal, wenn ein Kunde etwas bestellt, wirst du in der oberen linken Ecke des Bildschirms benachrichtigt. Benachrichtigt werden auch angezeigt, wenn du nur noch eine Minute Zeit hast, um ein Gericht fertigzustellen, wenn du zu spät dran bist. Oder ein Gast nicht mehr warten möchte, nach Hause geht. Ab auf die Arbeit. Okay, wo sehe ich denn das jetzt? Ah, der will den Lachs haben. Nimm Lachsfilet. Lachsfilet. Versuche nicht bankrott zu gehen. Fast alles Küche kostet Geld. Okay. Wir brauchen davon aber zwei. Einmal? Oder brauchen wir da jetzt eins oder zwei? Lachs, 210 Gramm. Okay, ich glaube mal, das passt schon so. Würzen mit Salz, Pfeffer. Wo sind Gewürze? Chat, ich besitze... Wo sind meine Gewürze? Also ich brauche wie eine Pfanne später. Nein, unterstrich Kitty just resubscribed vor 44 months. Hoch, habe den Resub aus dem VOD gefunden. Syndicade Pipelove 1, Prost, Syndicade Ring. Wo sind die Gewürze? Wer hat die Gewürze geklaut, Chat? Ah, da. Salz? Und Pfeffer brauchen wir. Schwarzer Pfeffer. Ey, Lion, schön, dass du da bist. Na, du? Wie viel Gramm brauchen wir denn? 5 Gramm? Ist ein bisschen viel, oder? Nee, 5 Gramm. Das passt. Und 5 Gramm Salz. 1, 2, 3, 4, 5. Lion, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Na, du? Wir spielen gerade Cooking Simulator und ich bin maßlos überfordert. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Zur Pfanne hinzufügen, Sonnenblumenöl. Auf jeder Seite 60 Sekunden lang braten. Oh, gekochte Kartoffeln. Die brauchen wir auch noch. Oh Gott. Okay, warte. Kartoffeln. Zack. Nee, warte mal. Brauchen wir erstmal Wasser. Wasser in die Kartoffeln. Wo sind hier im Waschbecken? Da. Ich hab grad eben den Topf in den Mülleimer geschmissen. Ich bräuchte einen neuen Topf. Ich bräuchte einen neuen Topf. Wo kriege ich einen neuen Topf her? Chat, wo krieg ich noch einen Topf her? Bei Amazon bestellen? Perfekt. Ich habe ein Problem, Chat. Ach, guck mal, da ist noch ein Topf. Nehmen wir den. Nee, mach zu. Wie viel brauchen wir? 1000 Milliliter, ja, das passt schon. Nehmen wir den anderen. So, wie mache ich den jetzt warm? So. Kartoffeln 300 Gramm, Salz. Warte mal, erstmal salzen wir jetzt hier. 30 Gramm. Hallo Udo!
einen wunderschönen. Ah, wir brauchen ein bisschen mehr Salz oder ein bisschen mehr Wasser. So, passt schon. So. Kartoffeln. Und Sonnenblumenöl. Kartoffeln. Wie viel brauchen wir? 300 Gramm. Ah, okay, brauchen wir eine zweite Kartoffel. So, und jetzt? Machen wir an hier, ne Bums. Kartoffeln, Potato, what the fuck? Ja. It's right? Is it? Ne, wir brauchen normale Kartoffeln. Ich glaube, da kommt normale Salzkartoffeln dazu zum Lachs, oder? Praktisch gleich geschält, ja, scheinbar. Scheiße. Wie brauchen wir? 10 Milliliter. Ah! Nee! Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen mehr geworden. Sehen wir irgendwo, wie lange das schon kocht? Ein Pfannenwender wäre vielleicht nice. Der präzise Umgang mit Werkzeug in der Küche ist entscheidend. Wenn du Shift gedrückt hältst, öffnen sich neue Möglichkeiten, das zu bearbeiten, das du gerade in der Hand hältst. Right. Sieht man das irgendwo, wie lange das schon drin ist? Oh! Oh! Schmeckt mit Sicherheit nach kompletter Scheiße. Nimm mal einen großen Teller. Das kann doch nur Scheiße schmecken. Oh, Kartoffeln sind fertig. Und jetzt? Nee, ich würde die gerne ab... Oh, gut, so geht's auch, ne? Nee! Wie? Ja, ist vielleicht ein bisschen durch, ne? Wie kriege ich denn da die Kartoffeln raus, Chat? Auf einem Teller geben, heiß servieren. Okay. Kann ich einfach aus dem Topf nehmen? Zu heiß. Ja, ist doch fast fertig. Ich weiß nicht, wo meine andere Kartoffel hin ist. Okay, fertig.
Ja, nun, da ist halt nur die Hälfte der Kartoffel gewesen. Wo ist denn die Kartoffel? Die ist irgendwo anders. Also, die ist geglitscht, Alter. Die war weg. Sieht aus wie auf dem Bild perfekt. Nee, Soße gibt's. Ey, komm, auf dem Bild war auch keine Soße drauf. Was? Smörbröt, Smörbröt, Röntgen. Ey, Udo, heute gibt's nichts zu essen. Geil. Sorry, bitte, ich habe jetzt ein bisschen Zeit hier, um ein bisschen aufzuräumen. Wo mache ich denn eigentlich? Habe ich hier eine Spülmaschine? Um irgendwie so ein bisschen was... Irgendwo eine Spülmaschine. Wo ich die Sachen sauber machen kann? Das ist ein Mülleimer. Hä? Okay, ein Lappen war auf jeden Fall hinten gewesen. Mit der Hand putzen? Ey. Komm her. Hör auf zu glitschen! Junge, was ist denn das für ein Spiel? Wer kam auf die wunderbare Idee, dass wir dieses Spiel heute spielen? Lion, bitte hilf mir einfach. Ja, nice. Ich würde das... Haben wir irgendwo einen Lappen? Ich glaube, ich bräuchte mal einen Lappen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich muss jetzt erstmal hier gucken, Alter. Ich komme hier gar nicht zurecht. Also, wir haben keine Spülmaschine. Wir haben keinen Lappen. Wo kann ich das denn kaufen? Ist hier irgendwo ein Lappen? Ja, im Chat haben wir genug. Oh mein Gott, ich hab irgendwas im Auge. Nieselbrin tippt 10,22 €. Annika spielt, die Töpfe klären. Im Cooking Simulator. Da kann sie, die Hitze steigt. Die Uhr tickt schnell, schafft sie das Essen oder brennt's bald hell. Das mit brennt. Einem Lächeln und viel Geschick wird sie das Chaos bändigen. Stück für Stück. Das brennt. Das kann doch so nicht richtig sein. Ey, Niesel, danke für die 10,22 €. Vielen Dank. Falsches Spiel, ja. Chat, wo kann man sich denn hier was dazu kaufen? Ich brauche auf jeden Fall einen Lappen. Ich kann ja sonst, also... Ich kann den Schrubber hier nicht nehmen für... Das geht ja nicht. Dankeschön, Niesel. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin maßlos überfordert gerade. Ich bin maßlos überfordert. In dem Restaurant ist man als Kunde schnell verhungert. Also ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, ich könnte im Real Life, glaube ich, besser kochen, aber ich könnte im Real Life, glaube ich, besser kochen. Fähigkeitenmanager. Deko. Ich will keine Deko, ich würde gerne ein paar Sachen kaufen. Diesen. Ja gut, den Fisch schaffen wir, glaube ich, sowieso nicht, oder? Forelle, Pfeffer, Thymian, Dill. Auf ein Backblech legen, 90 Sekunden lang backen. Da bin ich doch jetzt schon viel zu spät. Okay, wir probieren's. Schwarzer Pfeffer, Thymian und Dill. Also eine Forelle.
Dill. Wie viel? 5 Gramm jeweils. Schwarzer Pfeffer 5. 3, 4, 5. Und jetzt brauchen wir mal Dill. Haben wir jetzt Thymian? Ist das wahrscheinlich? Ja. Auch wieder 5 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5. So, wo ist unser Backofen? Ist das unser Backofen? Dann brauchen wir ein Backblech. Ah ja, guck mal. Backblech. Zack. Nee, fast. 5-Sekunden-Regel, nicht so schlimm. 5-Sekunden-Regel. Auf ein Backblech legen, würzen, Meerrettich. Würzen, backen und dann erst der Meerrettich. Okay. Man, mittlere Hitze, also mittlere Schiene, ja, oder? Hallo? Scheiß drauf. Sein da. So, jetzt brauchen wir Meerrettich. Schneiden, Zitronen und Vierteln auf den Teller geben. Also wir brauchen Meerrettich und Zitronen. Zitrone? Oh Gott, Chat. Chat, ich muss ein... Vierteln. Der Unterstrich, der Unterstrich, The Justry subscribe vor 8 Months. Chat, ich habe eine Frage, warum spielen wir das? Hühnerbouillon, saure Sahne. Wo ist der Meerrettich? Halt's Maul da draußen! Wo ist der Meerrettich? Micha unterstrich Timba Justry subscribe vor 18 Months. Ja, moin zusammen. Micha, was geht? Dankeschön für den 18. Danke für deinen Resub. Vielen Dank. Und der da, danke für 8 Monate. Ja, ich bei mich ja schon. Oh, das ist ja auch noch an. Oh. Ich glaube, das passt. Das sieht gut aus. Nehmen wir. Scheiße. Nein! Wie soll denn das gehen? Wie viel sollen da drauf? Alle 4. Ey, was denn? Also wirklich, das Anrichten ist doch scheiße. Das schaut aus wie Dreck. So, fertig. Schaut kacke aus. Egal. So, bitteschön. Servieren. Das ist doch gar nicht so schlecht geworden, oder? Ah, scheiße, ich hätte einen Heber nehmen können. Stimmt eigentlich. Oh, und der Meerrettich hat gefehlt. Nein! Niesel! Wo Meerrettich? Wo Meerrettich? Und Lein, danke nochmal für deinen Tier-3-Sub. Der da, Micha, danke für eure Resubs. Und Niesel, wirklich, ey, jede verdammte Stunde haut dir hier einen Reim raus. Liebe, liebe Lisa an unseren kleinen Niesel-Brim hier. Kuss an dich, du Spinner. Dankeschön für die Dono. Vielen, vielen, vielen Dank. Ah! Aber der Gast ist zufrieden. Ja, Geschmack, Umsetzung, die Zeit. Ja gut, wir waren aber dafür, dass wir so spät angefangen haben, ne? Hm. Ja, und wir haben Trinkgeld gekriegt. Ich meine, bist du fitter als ich? Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so unfit. Oh, schön. Wo Ordnung und Präzision? Ja, schwierig. Darf ich jetzt erstmal aufräumen? Nein! Nein, ich bin doch noch so hinterher! Warte mal, stimmt im Übrigen auch gar nicht, was hier steht. Wir sind bei 536. Oh mein Gott. Ah!
Oh, ich hasse das, wenn die Dinger so raus... Ah, 536. Moment. Das ist doch bescheuert! Das ist doch bescheuert! Warum geht das nicht? 536. Das stimmt auch gar nicht. Ey, J-Boy, schön, dass du da bist, mein Lieber. Schon wieder oder immer noch da bist wohl eher da. Ey, vielen... Warte, was ist mal richtig? Ah, warte, das geht schon wieder nicht. Jetzt. So. J-Bo, vielen Dank für die 22er-Bombe. Was ist da los? Hat dir überhaupt schon mal heute irgendwas in den Chat geschrieben? Wir machen gleich nochmal Squads. Aber vorher... Vorher bin ich überfordert. Ich weiß nicht, wie ich reinigen soll. Die Merettich können wir, glaube ich, wegtun. Ey, wir stellen das mal hierher, die ganzen Gewürze. Das ist scheiße, wenn man da immer hinter muss. Leute, bitte haut Liebe raus und bedanken Sie sich beim Herrn J-Boar. J-Boar, hast du mal einen Lappen für mich? Ich brauche einen Lappen. Ich brauche einen Lappen, um sauber zu machen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ey, Leute, wirklich Dankeschön für euren Support heute. Es ist, heute kurzer und ruhiger Stream mal wieder. Nicht. Dankeschön für die 22 Subs, J-Boar. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Ich weiß nur noch nicht, wie das hier funktionieren soll. Rechter Griff? Nein! Ja, keine Ahnung. Dankeschön. J-Boar, wirklich, ich bedanke euch von ganzem Herzen. Auch Henschgall, vielen Dank. Oh. Dankeschön, ihr Lieben. Ja, ich würde mal sagen, ich habe keine Ahnung. Tweezles, danke für den 5. Vielen Dank. Komme ich denn da jetzt wieder zurück? Und J-Boar, danke nochmal für die 22 Subs. Echt Wahnsinn. Wahnsinniger Stream heute. Sicher nochmal 12 Stunden. Also bis jetzt, ja. Bis jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Wähle einen Perk. Talent, alle 3 zusätzliche Fähigkeitspunkte anstatt eines Perks freizuschalten. Chat, was macht denn da Sinn? Haut mir da gerne mal was raus. Was macht denn da Sinn? Keine Ahnung. Und bedankt mich währenddessen bei J-Boar. Bedankt euch. Kann es sein, dass du dumm bist? Lachi! Dankeschön für die 7! Lachi just gifted 7 Subs. Vielen Dank für die 7er Bombe, Lachi. Du spinnst doch schon wieder. Ach, mir tun meine Beine sowieso schon weh. Bei dir Feenmagie. Was heißt denn Feenmagie? Ein Zauberstab entfernt alle Flecken und... Ja, finde ich gut. Oh, schön. Ey, Lachi, danke schön für die 7 Subs, du kleiner Spinner. Leute, auch da bitte bedankt euch. Aber, ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen. Ah, ich habe sonst echt Angst, dass wir hinten raus so viele Squats machen müssen und meine Beine rippen jetzt schon. Und wir haben gerade mal 8:30. Also, Chat. Wir sind bei 569. Die werde ich nicht ganz schaffen auf ein Stück. War, machen wir mal 24. Dann haben wir wieder eine gerade Zahl hier. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23! 24! Alter! Du hast 700 auf der... Bei Beta bitte, was? 700? Alter. Nee, dafür bin ich zu unsportlich. Das sage ich, wie es ist. 700? Willst du mich verarschen? What the fuck, Alter. Als ob 700... Wir sind jetzt bei, warte mal, 36 plus 24, sind wir bei 500. 560! Boah, ich bin, also ich muss sagen, also wir haben jetzt... Ich hab doch den richtigen Riecher gehabt.
Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. J-Boy hat just gifted 10 Subs. Alter, J-Boy! Dankeschön! Oh Gott. Irone Agelius 3 subscribe vor 42 Mann. Das ist so schlimm, Leute. Dankeschön, Iron, vielen Dank für den 42. Und J-Boy, danke nochmal für 10 verschenkt. Oh, nee. Oh, Junge, Alter. Ja, ganz entspannt heute. Die Muskeln brennen. Dankeschön, J-Boy. Vielen Dank für nochmal 10 gegiftete. Junge, Junge, Junge. Alter, ich brauche eine kurze Pause. Also, bei mir brennt schon ordentlich. Nedenok Justri subscribed vor 65 Monaten. Gäste zahlen nur mehr für ihre Bestellung und die Punktzahl beeinflussen. Alter! Jetzt beruhigt euch doch mal! Ich hab den Riecher gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. Gifted 10 Subs. Oh, Chat, ihr seid Hammer. Dankeschön, Nednok, vielen Dank für dein Tier 2 im 65. Dankeschön. Oh Gott, ich leide. Ich leide wie ein kleines Lämpchen. Und PTA, danke nochmal für die 10er-Bombe. Oh. Ich meine, wir haben es 8:30. Kein Problem. Kriegen wir hin. Kein Problem. Die Beine brennen. Wir haben noch 2,5 Stunden. Gar kein Stress. Oh, Jesus. Dankeschön, PTA, nochmal für die 10er-Bombe. Vielen, vielen, vielen Dank. Chat, wie mache ich, jetzt ist mal ohne Scheiß, wie mache ich denn jetzt hier wirklich mal sauber? Ich habe, also, oder kann ich was kaufen? Helft mir da jetzt mal bitte kurz, weil sonst geht das hier gleich nicht weiter. Und PTA, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für nochmal 10 Gegiftete. Ey, ich hasse euch. Jemand an den Laptop? Das Ding ist, da ist kein Kaufmenü beim Laptop. Oder bin ich doof? Nicht im Besitz? Perks? Ja, ich habe Feenmagie. Ein Zauberstab entfernt alle Flecken und Scherben. Aber ich muss ja irgendwo auch was kaufen können. Alter, 600 Chat, ihr seid krass. Also ich habe keine Ahnung, wo man hier was kauft, Chat. Ohne Scheiß. Ah. Hokus Pokus. E. Ah, sind die schon weg? Okay, das ist schon mal, das ist nice. Aber ich brauche halt trotzdem einen Lappen. Oder... Naja, oder auch nicht ganz. Funktioniert nicht. E. Geht nicht. Dr.-SF-Fan 123 tippt 5 Euro. Hallo Annika. Ich möchte mich für den Stream bedanken. Es ist schön, Gaming wiederzusehen. Eine tolle Unterhaltung an meinem kurzen Wochenende. Ich kann nicht so gut reimen und schreiben wie andere hier. Zum Schluss noch, fühl dich umarmt. Dankeschön, Fabi. Ich kann euch so wild sagen, ich glaube, ihr habt mindestens genauso viel Spaß, wie ich es habe. Auch wenn ich hier gerade ein bisschen überfordert bin, weil ich nicht weiß, wie ich die Sachen sauber mache. Aber, okay, die schauen auch sauber aus, ehrlicherweise. Ja, beziehungsweise, okay, das mit dem Saubermachen ist jetzt dann durch den Perk. Aber wo kann ich meine... Ich habe jetzt ja eine Pfanne weggeschmissen. Wo kann ich mir meine Pfanne wieder kaufen? Weil dann bist du nicht überfordert. Die letzten Games ging eigentlich. Ey, aber Fabi, ohne Scheiß, ich habe heute auch unfassbar viel Spaß daran. Und ich will es eigentlich nicht zugeben, aber auch diese bescheuerte Kombi, die wir heute hier einfach haben, ist, ich finde das einfach witzig. Weil 12 Stunden nur auf dem Arsch sitzen fände ich doof. Das mit dem Squad war eine nice Idee. Ich muss sagen, ich hab heute unfassbar viel Spaß. Kombination, wir haben so viele Games mit dabei. Super. Warte mal, komme ich denn hier zurück?
Ah! Ja, Chat, es gibt wieder Lachs! Oh no, Alter. Jetzt fehlt mir aber schon wieder der scheiß Topf. Also brauchen wir erstmal einen Liter Wasser. Das kriegen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen besser hin. So. Einmal. Den Lachs, dieser braucht... So, wir brauchen 2 Kartoffeln. Die holen wir uns schon mal. Die legen wir uns schon mal ready. Ey, Chat, aber stark, dass auch so viele von euch da mitmachen, ne? Aber freut mich. Fabi, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast bis dato einen schönen Tag gehabt, ne? Wir haben noch ein bisschen. Ich hoffe, dir ist das klar, mein Lieber. Ich hoffe, dir ist das klar. Ey, danke schon nochmal für den 5er. Vielen Dank. Und PTA, danke nochmal für 10 verschenkte Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Die Squads machen wir auch gleich wieder. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Und dem Pfeffer. 1, 2, 3, 4, 5. Diesmal dürfen wir den Meerrett dich nicht... Warte mal, war der Meerrett dich bei dem? Nee, bei dem anderen. So, 10 Milliliter von dem Öl. Und dann können wir... Oh, warte. Wo ist die Pfanne hin? Da. Die Pfanne. Zack. Wie war das nochmal mit... Warte mal. Position, die Flasche kippen. Ja. Passt. Belestor Justri subscribed vor 29 Months. Belestor, dankeschön für dein Tier 2 Sub. Vielen, vielen Dank. Für 29 Monate im Stufe 2. Danke für den doppelten, du Stinker. Vielen Dank. Wie geht's? Was ist da los? Zack. 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 Guck mal, das schaut doch schon ein bisschen besser aus. Oder Belestor. Und Drop, ja, ein bisschen fehlt noch, ne? Ich glaube auch nicht mehr, dass die 1000 Leute schaffen. Aber 363. Also wenn ihr noch kein Follow bei Syntika Live da gelassen habt, also bei unserem zweiten Kanal, wo es zukünftig die Nicht-Musik-Content-Sachen geben wird, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das noch tun würdet, ihr Lieben. Also geht da... Scheiße, wie war das nochmal? Mit E drehen. Zack. Geht da gerne rein, lasst ein Follow, da kostet euch nichts. Und auch gerne auf Instagram, falls ihr möchtet. Da haben wir nämlich auch einen neuen Kanal. So, die Kartoffeln brauchen noch ein bisschen. Das braucht auch noch ein bisschen. Können wir das schon mal zurückstellen? Aber ist das jetzt halt wirklich schon, also... Ist das sauber, das Geschirr, oder muss man da wirklich sauber machen selber? Ah, genau, Shoutout können wir auch geben. Oder Ausrufezeichen DJ Syntika. DJ Syntika auf Instagram und Twitch Syntika Live. Let's go. Nein, das macht kein Kaboom. Wir sind Profis, Chat. Wir sind Profis. Es wird nur ein bisschen spannend, wie ich da die Kartoffeln rausholen soll, wenn ich ehrlich bin. Es gäbe extra LP, wenn man... Man kann es auch skippen. Was? Was gibt extra LP? Ach, das kann man skippen am Ende des Tages. Ah. Okay, die Kartoffeln sind, glaube ich, fertig. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wie kriege ich die da raus? Ist zu heiß auf jeden Fall. Okay. Dann... Ah, nein! Das ist halt wirklich... Okay. Das haben wir? Jetzt, wie kriegen wir da die Kartoffel raus?
Ha, geht doch. Mach ich auch immer so mit dem Pfannenwender. Die Kartoffel da rausholen. Mit einem Pfannenwender. Wer macht das? Ja. Also jetzt mal ehrlich, das schaut doch gut aus. Vor der Zeit? Das war gut. Ey, ich habe sogar 4 Euro Trinkgeld gekriegt. Let's go. Let's go, der Hase. Das Spiel ist cool. Ah, du hast genug Komponenten gesammelt, um ein neues Rezept freizuschalten. Oh, wir haben Tomatensuppe. Die haben wir bis dato noch gar nicht gehabt. Hühnerbouillon, Salz, Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Tomate, Zwiebeln. Und saure Sahne dazu. Das soll am einfachsten sein. Sicher? Wie mache ich denn jetzt den Topf leer? Ja. So machen wir den Topf leer. Einfach auf den Boden kippen. 700 Milliliter Hühnerbouillon. Einfach auf den Boden kippen. Perfekt. Ja. Dreht sich fest. Das sehe ich so auch. Ja. So. 700 Milliliter. Oh, ich hoffe, dass der überhaupt groß genug ist, der Topf. Schön. Jetzt natürlich wieder in den Kühlschrank. Ein bisschen was für die Spinnen, ja. Nee, verschließen. Ich will es da wieder reinstellen. Stell es da rein. Dann halt nicht. Nee, mach zu. Da, passt. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch gleich, die saure Sahne. Hä? Oh! Okay. Also, Hühnerbouillon, 12 Gramm Salz. Salz. Salz, 12 Gramm Pfeffer. Salz. 12 Gramm Pfeffer. Okay, das waren 13. Egal. Was brauchen wir jetzt? Cayenne Pfeffer. Pulverig. Ah ja. Dann nehmen wir doch das hier. Na, die 2 Milliliter Bouillon, die machen wir jetzt da nicht rein. Auf gar keinen Fall. So genau nehmen wir das jetzt nur auch nicht. Tomaten, 960 Gramm und Zwiebeln. Kann ich auch mehr als eine Tomate? Das muss ich doch jetzt verarschen. Ich muss doch nicht 12.000 Mal hin und her laufen. Das ist doch scheiße. Warte mal, Zwiebeln. So, Zwiebeln brauchen wir aber nur 120 Gramm, oder? Ja. Ach stimmt, ich kann den Topf mitnehmen. Chat schlau, Chat weise. Chat schlau, Chat weise. Let's go. Let's go, der Hase. Das wird... Ich glaube, der Topf ist ein bisschen klein. Eine noch. Der Topf, also das ist schwierig, der Topf. Das machen wir mal an. Die kann weg. Also 60 Sekunden lang kochen lassen, mischen.
Saure Sahne, gießen Sie die Flüssigkeit auf einen tiefen Teller. Hä? Muss das aber nicht irgendwie püriert werden oder sowas? Hinten im Lager kannst du dir Zeugs kaufen bei den Kartons. Das kocht ein. Okay, die Sahne haben wir schon da. Ah, wir brauchen... Ah, wir haben auf jeden Fall da noch mehr. Wir brauchen auf jeden Fall einen tiefen Teller. Suppenteller. Okay, wir brauchen noch einen Suppenteller. Diesmal vorsichtig. Ab wann ist denn das durch? Wenn die Mischung durch ist? Wahrscheinlich, ne? Aber hier könnte man angeblich was kaufen. Ah! Huch. Jetzt haben wir wieder einen großen Topf hier. Wo kommt denn der her? Oh. Ich glaube, wir sind schon durch. Ja, und jetzt? Hä, aber das schwimmt der Scheiß doch noch drinne. Na gut, es muss ja tot gekocht werden, theoretisch, oder? Boah, ist das zu viel. Ach, mischen wir? Wie bewege ich mich denn runter? Nach unten bewegen mit Q. Ah. Verstehe. So. Hä? Was denn das für eine Scheiße? Ja. Gibt keine Kelle. Ey! 4,5 Sterne! Let's go, der Hase! Ach scheiße, ich hab die saure Sahne vergessen. Ich muss sagen, die Farbe von der Suppe war ja auch ein bisschen wild. So, Chat, da werden wir noch 5 Minuten. Kein Annika muss pipi und wir starten gleich ins nächste Game rein. Das spielen wir auf jeden Fall wieder, das ist cool. Das ist cool. Spiel speichern. Speichername. Speichern einfach mal. Let's go. Let's go! Das ist nice. Also das war nice. Das war echt nice. So, aber bevor wir jetzt ins nächste Game gehen. Theodorus Justri subscribed vor 49 Mal. Theodorus, Dankeschön für dein Prime 49. Vielen, vielen Dank.